So, I am Sylvester. I will give a talk about do-it-yourself synthesizers and sound generators. First of all, I will tell you how I started to get into sound synthesis and sound generators and kind of this stuff. Yeah, all this stuff started about 1.5 years ago with chiptune players using Atmel microcontrollers, 8-bit microcontrollers, and kind of bit. And stuff like circuit bending. Then I was into more complicated synthesis with digital synthesis. Okay, so now I'm going to give a short introduction how sound synthesis started. Sound synthesis has started as people want to achieve things like simulating instruments, mechanical instruments, with hardware. Wait a moment. And people wanted to recreate the sound of acoustic instruments in analog or analog or digital hardware. So they started the experiment with circuits and recreate the sound of existing instruments. Here is some basic overview how a subtractive synthesizer is built. This is built of an oscillator. It's basically the device which is generating a basic tone, a envelope generator, filter, low frequency oscillators, and amplitude modulators. Now I will explain all of these components. Basically, the oscillator is the device which generates a basic tone, and things like triggering the pulse, changing the frequency, for example, with some ribbon controller or keyboard, and things like pulse width modulation. Maybe you heard of this, and changing the waveform, like sine wave, square wave, saw wave. The envelope generator has, in this version, four inputs, like attack control, decay control, sustain and release control. The attack control adjusts the parameter how fast the tone is going to grow to a certain level. The decay, the decay parameter is how it's falling off again. The sustain parameter is how it's how the tone stays, and the release is how it falls again. This signal can be put into a filter, which is also controllable. For example, a low-pass filter, which
lets through a frequency to a which puts through a signal to a certain frequency. Here is a low frequency oscillator, which can be used to control the other elements and, for example, change the cutoff frequency dynamically. Here is an amplitude modulator. This is, yeah, kind of an amplifier. So you can control it, for example, with a LFO, a low frequency oscillator, and use it to, yeah, can make the tone fall off if controlled by an envelope generator, or make some rhythmic effects. This is an example of a basic subtractive synthesizer. So what you see here, on the left, you've got the variable parameters. This is one envelope generator with attack, decay, sustain, and release controls. One oscillator with waveform, pulse width, frequency, and trigger control. And another one envelope generator with the same controls as the previous. And now you see the envelope generator with the external parameters is controlling the cutoff frequency of the low-pass filter. The low-pass filter goes into the amplifier, which is controlled by this envelope generator. And yeah, you get the signal out of the amplifier. This is another possibility. Now we have four more controllable parameters of the low frequency oscillator, which is used to control the cutoff frequency in this case. But you can even mix it up with another LFO controlling the, for example, the release time. So there is a lot of possibilities you can do with such a setup. There's no audio. Wir kommen leider zu Ende unserer heutigen Zeit. Meine Damen und Herren, wir kommen leider zu Ende unserer heutigen Zeit. Aber bevor wir uns verabschieden, das müssen Sie unbedingt sehen. Die Zauberwelt der Töne. Der Zauberer heißt Funk. Bitte schön. Hallo, da sind Sie ja. Herzlich willkommen in unserem Atelier für elektronische Musik. Kommen Sie bitte ein bisschen näher. Wir wollen Ihnen was vorzaubern. Elektronik. Klänge, Musiken, Effekte, Krimi-Effekte und so weiter. Alles hier in diesen Geräten, die Sie hier um sich sehen. Hier haben wir unsere Module, unsere Oszillatoren, alles mit Hebeln und Knöpfen. Keine Musiker, kein Dirigent. Wir zaubern das alles heute elektronisch. Nehmen wir an, es braucht jemand als Untermalung für ein Hörspiel oder für einen Film einen Sturmwind. Keiner wird auf die Idee kommen, mit dem Sturmwind
draußen zu gehen, um mit dem Mikrofon einen Wind aufzunehmen. Das ist viel zu kompliziert. Es ist ja hier viel einfacher. Man nehme, und das ist ganz einfach, wir nehmen einen Rauschgenerator, führen ihn über einen Lowpass-Filter, heben den Resonanzpunkt ein bisschen an, damit er etwas Heulen bekommt. Dann stecken wir die Steuerspannung eines Ribbon-Controllers auf den Kontrolleingang dieses Filters. Ganz einfach. Und nun bewegen wir einfach den Finger rauf und runter und wir haben den schönsten Sturmwind. Bitte. Sturmwind. Der nächste möchte gerne einen Kanarienvogel zwitschern haben. Na, es ist schwer, einen Kanarienvogel aufzunehmen. Gehen Sie mit dem Mikrofon vor den Käfig. Der wird natürlich überhaupt nicht zwitschern, solange er das Mikrofon sieht. Wir nehmen einen künstlichen Kanarienvogel. Wieder ganz einfach. Wir nehmen wieder den Lowpass-Filter und drehen die Resonanz ordentlich auf, damit sie zwitschert. Und nun müssen wir noch eine Melodie finden, die rauf und runter geht. Dazu unser Sample and Hold, ein Zufallsgenerator, den wir auf den Lowpass-Filter stecken. Und wenn wir jetzt also praktisch hier das Tempo dieses Lowpass-Filters ändern, dann wird daraus wahrscheinlich tatsächlich ein Kanarienvogel. Bitte schön. Ein Kanarienvogel, gut. Ja, so. Und wenn ich jetzt zu Ihnen spreche und Sie hören, dass Sie meine Stimme nicht mehr hören, dann haben Sie richtig gehört. Jetzt ist meine Stimme verschwunden plötzlich. Ich habe sie abgegeben gewissermaßen. Hier sitzt der Übeltäter, ein Vokoder. In diesem Vokoder wird die Stimme aus meiner Sprache entfernt und ersetzt in dem Fall durch einen Rauschgenerator. Ich spreche jetzt zu Ihnen mit einem Oszillator, mit einem Pulsoszillator, wie ein Roboter. Ich kann auch mehrere Oszillatoren stecken. Jetzt spreche ich mal dreistimmig zu Ihnen. Jetzt bitte ich mal dreimal Gesang. Vereinen wir es beim Sprechchor jetzt. Da kann ich die Tonhöhe auf und ab bewegen und jetzt richtig wie ein Sprechchor zu Ihnen sprechen. Und das Allerschönste kommt jetzt, weil ich kann zum ersten Mal in meinem Leben singen. Wenn ich beispielsweise jetzt nur einen Oszillator nehme und den jetzt dazu benutze. Jetzt praktisch zu Ihnen zu sprechen noch ein wenig. Ein Vibrato dazu, ein Vibrato braucht man beim Singen, damit man sich den richtigen Ton aussuchen kann. Nun brauche ich nur noch im Text dazu zu sagen, vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Halt sie mal meine richtige Stimme auf, damit die Leute das glauben. Das ist meine richtige Stimme, vor der Kaserne, vor dem großen Tor. Steht eine Laterne und steht sie noch, la 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 la. Und dann will ich mal eine richtige Stimme wieder. Ich muss auch ab und zu meine richtige Stimme mal hören, sonst glaube ich das nicht mehr. Jetzt will ich mal eine Opernsängerin machen. Das ist ein bisschen anspruchsvoller Text, passen Sie auf. Ich werde jetzt nur noch sagen, la 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 la. Und die Melodie dabei spielen. Und wenn ich das Playback dazu höre, ist der komplette Eindruck einer Opernsängerin fertig. Bitte Playback ab. La 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 la. La 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 la, meine richtige Stimme, la 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 la. So, nun wollen wir zum Schluss gewaltig werden. Jetzt werden wir hier den Synthesizer mal alleine laufen lassen als Komponist. Wir haben hier eine kleine Melodie eingestellt vorweg, die läuft jetzt hier ab. Und zu dieser Melodie bauen wir nach und nach immer mehr Module dazu, immer mehr Effekte und immer mehr Klänge dazu, bis das Ganze dann ein ganz gigantisches Volumen bekommt. Okay, I think this was a good introduction. What you can do with a modular synthesizer. Now I'm going to show you what a synthesizer can look like. Here we have some older Moog synthesizers. This is this one. This one. On the left, on the top, you have a Moog Voyager,
a Virus Indigo, a MOOC Little 30, and a DSi MOOC Evolver. But there are also other kinds of synthesizers. These are do-it-yourself synthesizers. As you can see, do-it-yourself synthesizers can also be a little bigger. This is one synthesizer on the right. Yeah, but there are also little versions like this one. This is a Bassline synthesizer. This is a synthesizer powered by a Commodore sound chip. This is a synthesizer powered by some arcade machine sound chip. And here's some smaller synthesizer without any controls. And yeah, now I will demonstrate this little synthesizer and show you how a low-pass filter works. Okay, so now we start with a basic tone. This here, and now you can hear what happens if you control the cutoff frequency of the low pass filter, and I will turn it down slowly now. You hear it, the sound isn't clear anymore. And this is what happens if you turn the cutoff frequency to maximum and change the resonance amount to maximum. It sounds like more like a frog or like a duck. So, in the previous slides, I've been talking about the low-frequency oscillator. Now we are using the output of the low-frequency oscillator for controlling the cutoff frequency of the filter. And here I can adjust the falling time of the low frequency oscillator. So this is how it sounds then. So we can hear how the sound, how the frequency falls off. And yeah, this is basically something like these controls are mapped to the low frequency oscillator. And so we can change the frequency spectrum of the original sound coming from the oscillator. What you hear here, what you can hear in this example is a synthesizer based on the Commodore SID synthesis, but it doesn't include any SID in it, but everything is emulated in software. So there is a microcontroller in it. In this case, this is a parallax propeller microcontroller running at 80 megahertz. No external components, and the SID, the Commodore sound interface device, is completely emulated in software. And yeah, the Commodore sound interface device was the first
subtractive synthesis, first real subtractive synthesizer for low budget. It was included as the internal Commodore sound generator. So maybe you remember those chip tunes on the Commodore. All that sound was generated by this little synthesizer chip. It was developed by enthusiasts in a really short time. I think it was something like 1 month for complete development. And, well, this is a big... Now you see those things I've been showing previously. So here you have one oscillator, the second one, a third one oscillator, a amplitude modulator, well, three of those, which are controlled by the envelope generator. And on the left you have, the I/O for the whole chip. And yeah, it goes through a filter. In the SID, it was a low-pass filter, a band-pass filter, and high-pass filter. And yeah, this is how the SID looked like. And that's it. Thank you. Are there any questions? Hello. So you say this little synthesizer you built, it has no controls. So how do you control it? How do you control the emulated SID chip in there? Well, in this synthesizer, there are no controls on the device itself, but it's controlled via MIDI. And here I have my MIDI controller with four assigned controls, which are sending out MIDI events and controlling the virtual filter settings and things like the envelope generator. Oh, any more questions? Oh, yeah. So, did you say that the original SID chip of the C64 was analog? It's not digitally emulated? It was kind of hybrid. It was, a part was analog and a part was digital, so. Do you hear a difference? There are huge discussions among synthesizer fans about the sound of real analog and emulated subtractive synthesis. Do you hear a difference, or would you say there is actually a difference in sound? Well, I think the most important thing if playing with digital and analog synthesis is analog gives you kind of more possibilities because you don't have any limitations. You can't be sure that one time you turn on your analog synthesizer, it will sound in another location like previously, because some components may be temperature sensitive or changing their own function. So, I doesn't see any other questions. So, I want to thank Sebastian for this talk. It was very funny also. Thank you. Thanks.